Hallo und herzlich willkommen zu einem Test. Wir spielen ein Android-Game. Ich hatte einfach Lust auf leichte Kost. Es ist mehr oder weniger ein Mädchen-Game. Und Achtung, dieses Game ist vollgestopft mit Werbung. Es kommt also immer wieder Android-Werbung. Wer darauf keinen Bock hat, einfach ein anderes Game von mir anschauen. Jedenfalls ist es ziemlich lästig, weil alle 2 Minuten irgendeine bescheuerte Werbung kommt von irgendeinem anderen Spiel. Und ich habe es ausprobiert auf dem Handy schon. Es ist sehr, 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 sehr lästig. Jedenfalls, wir spielen es trotzdem, mehr oder weniger. Den Namen findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Dort werde ich nochmal sagen, wo ihr das Spiel bekommt. Und ansonsten fangen wir einfach mal an. Der Anfang oder das Ende? So, das sind wohl wir. Mein Name ist Jesse Okamoto. Viele Menschen sagen, dass dieser Name aus vielen Gründen besonders sei. Doch das habe ich nie verstanden. Ich wünschte manchmal, ich hätte einen gewöhnlichen Namen. Oder der besser zu meinem Charakter passt. Die Schule ist für heute vorbei, doch das ist nicht der härteste Teil meines Tages. Ich hasse diese Straße. Sie ist voll von Menschen, die sich aneinander vorbeidrängen und mich anrempeln, während sie versuchen, an mir vorbeizugehen. Das ist für mich der härteste Teil des Tages. Ich ging mit Büchern in der Hand und gesenktem Kopf die Straße entlang und beobachtete die vorbeilaufenden Füße einen nach dem anderen. Mann, Frau, dann eine weitere Frau, eine ältere, ihren Schuhen nachzuurteilen. Und dann kam er von hinten auf mich zu. Er versuchte nicht einmal an mir vorbeizugehen. Er rempelte mich mit seiner Schulter an und stieß mich zur Seite. Aus dem Weg! Was? Hast du dich verlaufen? Während ich ihn sprechen hörte, blieb ich wie angewurzelt stehen. Das ist Hiroki Yamauchi. Nicht reagieren, zur Seite gehen oder ihm antworten. Wir antworten ihm. Ich? Nein, ganz und gar nicht. Tut mir leid, ich habe es eilig. Oh, endlich geht er. Bleib auf deinen 2 Beinen stehen, Jesse. Hiroki ist der beliebteste Junge der ganzen Schule. Ich bin mit Sicherheit nicht gut genug für ihn, doch ich bin so sehr nach ihm verrückt. Ich kriege kein Wort draus. Ich kann nicht einmal atmen, wenn er in der Nähe ist. Sobald er gegangen war, versteckte ich mich um die Ecke, um durchzuatmen. Ich spähte um die Ecke, erblickte ihn und sah, wie er in einen Laden für Videospiele ging. ihm folgen oder warten? Wir folgen ihm. Ich befand mich wieder in der Menge, doch dieses Mal war ich diejenige, die sich vorbeidrängelte. Ich muss ihn sehen. Er kauft Virtual Reality Equipment? Warum hätte er nur Spaß an sowas? Er hat doch alles, er ist beliebt und jeder will ihn. Was will ihn, was ihn für mich unerreichbar macht? Das ist ein Spiel für Leute wie mich. Für Leute, die sich ein anderes Leben wünschen. Er verließ den Laden mit seinem Equipment und verschwand rasch um die Ecke. Ich war nicht ganz bei mir, nein, ich dachte überhaupt nicht nach. Ich ging sofort in den Laden und kaufte mir das gleiche Equipment. Zusätzlich zu dem Equipment erhielt ich außerdem den digitalen Schlüssel für ein Online-Spiel Schattenwelt. Und mal wieder Werbung, die wir nicht wegklicken können. Ich sag ja, sehr lästig. Naja. Jetzt nicht installieren. So, dann schließen wir die Werbung mal wieder. Erst als ich meine Wohnung erreichte, wusste ich, dass die Ausrüstung zu groß war, um in meinen Rucksack zu passen. Mom kann nicht herausfinden, was ich gekauft habe, weil sie immer gegen Virtual Reality Spiele war. Aus diesem Grund habe ich bis jetzt noch keine Ausrüstung gehabt. Ach nein, was soll ich Mama erzählen? Mama, bist du zu Hause? Mutter? Es sieht aus, als wäre sie nicht hier oder sie schläft. Ich war niemals meiner Mama nah und ich erinnere mich nicht an meinen Vater. Er hat uns verlassen, als ich ein Baby war. Zumindest ist das, was meine Mutter gesagt, obwohl wir immer nur einander hatten. Habe ich ihre Liebe niemals gefühlt. Ich würde alles tun, um jemand anderes zu sein. Und ein Leben zu leben, das viel weniger depressiv ist als meines, auch nur für einen Moment. Ich sperre meine Zimmertür, um sicherzustellen, dass meine Mutter mich nicht sieht, während ich die neue Ausrüstung ausprobiere. Ich öffnete die Schachtel. Nehme alles raus, das Gerät beachten,
das Handbuch lesen. Wir nehmen mal das Gerät raus. Es enthielt Leser mit Kopfhörern und Handschuhen. Die Hauptfunktion des Gerätes ist es, unsere neuronalen Impulse zu erkennen und unsere Bewegungen in die virtuelle Welt zu übertragen. Der wesentliche Teil der Ausrüstung ist sicherlich die Brille mit allen notwendigen Sensoren. Was mache ich zuerst? Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer, probiere die Brille aus, installiere das Spiel. Ich installiere das Spiel. Ich werde den digitalen Code benutzen, um das Spiel zu installieren. Und dann werde ich das Gerät mit dem Laptop verbinden. Nach einer Weile, ich wachte auf und sah eine blinkende Nachricht auf meinem Laptop. Schattenzeit. Ich stand aus dem Bett auf und ging zur Tür, damit ich hören konnte, ob meine Mutter zurückgekommen ist. Alles sieht ruhig aus. Ich begann das Spiel zu spielen und erhielt eine Benachrichtigung, die mich anforderte, meine Brille und Handschuhe aufzusetzen und mich bequem hinzusetzen. Sobald ich die Handschuhe anzog, richteten sie sich an meine Hände. Erstaunlich und spannend, ich mag das. Schließlich habe ich den letzten Teil aufgesetzt und das war die Brille. Alles war dunkel. Ich wollte sie abnehmen und überprüfen, ob ich alles angeschlossen hatte, als sie anfing, sich an mein Gesicht anzupassen. Eine Nachricht blinkte vor mir. Jetzt kommt wieder Werbung. Schließen. Willkommen bei Schattenzeit. Drücke dich aus. Naja, wir erstellen jetzt einen Charakter. Wir nennen den Charakter Lina. Und wir nehmen das, was ich vorher auch genommen habe. Ich habe es schon mal angetestet. Frisur 15, 17. Ne, wir nehmen 15. Schwarze Haare oder eine marote Haare. Ah, es gibt ein tieferes Schwarz. Vorhin habe ich Katzenohren genommen, aber ich glaube, ich nehme diesmal... Naja, der Blumenschmuck schaut ganz schön aus. Outfits. Dann nehmen wir das. Okay. Ein romantisches Dinner heute Abend. Werbung. Bitte schalten Sie jetzt nicht aus. Es geht sofort weiter. Zack. Wie immer, ich wähle einen Magier. Das tue ich übrigens im echten Leben wirklich. Ich nehme immer den Magier. Immer. Ob es Diablo ist oder was auch immer, ich nehme immer Magier. Nahkampf war nie mein Ding. Tatsächlich so. Aber ein Magier passt perfekt zu mir. Ich beendete die Einstellungen meines Avatars und war bereit zu spielen, als eine Warnung vor meinen Augen erschien. Bewegungen in der Außenwelt erkannt. Das kann nur eins bedeuten, das Haus meiner Mutter. Ich muss alles verstecken, schnell! Werbung! Bitte schalten Sie jetzt nicht aus, es geht in Kürze weiter. Nur ein Spot! Oh Mann, das ist so dermaßen lästig, das kann man echt nicht glauben. Das Traurige daran ist, es macht halt irgendwo das ganze Spiel kaputt. Da hätten sie lieber, keine Ahnung, 15 Cent oder 20 Cent für so ein Spiel verlangen. Ein paar Tage später. Ich fand eine Notiz von meiner Mutter in der Küche. Gehe in den Laden und kaufe etwas Essen. Die Einkaufsliste befindet sich auf der anderen Seite. Etwas Geld wurde daneben gelassen. Ich habe es nicht gezählt. Ich habe einfach alles vom Tisch genommen und ging einkaufen. Ich nahm die Dinge eins nach dem anderen und legte sie in den Korb. Das letzte, was auf der Liste war, konnte ich nicht finden. Ich weiß nicht, in welchem Teil des Ladens dieses Ding sein könnte. Ich kaufe es beim nächsten Mal. Ich werde es dieses Mal überspringen und es beim nächsten Mal einkaufen. Mama wird wahrscheinlich wütend sein, weil ich es nicht gekauft habe. Es gab nicht viele Leute an der Kasse, also habe ich nicht zu lange auf meine Reihe gewartet. Der Kassierer sagte den Rechnungsbetrag und fragte, ob ich mit Bargeld oder mit Kreditkarte bezahlen würde. Trotzdem wusste ich, dass ich kein Geld hatte, um alles zu bezahlen. Oh, bitte warten Sie nur einen Moment. Während ich errötete und durch meinen Rucksack stöberte, um nach Geld zu suchen, hörte ich eine vertraute Stimme. Daisuke stand direkt hinter mir. Oder Daisuke. Hallo, Jessie. Hallo. Ist alles in Ordnung? Nein. Es ist nicht. Es scheint, als hätte ich nicht genug Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Warte, Jessie, ich kümmere mich darum. Das ist so peinlich. Aber... Psst.
Mein Freund Daisuke war jener seltenen Leute, mit denen ich normale Kommunikation haben könnte. Er wusste, dass ich ohne Liebe aufgewachsen bin und dass mein Leben damals auch nicht mit Freundlichkeit erfüllt war. Aber wir haben nie darüber gesprochen. Es gab Zeiten, in denen wir nicht über irgendetwas gesprochen haben. Wir würden einfach in der Stille sitzen. Zusammen. Lass uns gehen, lass mich dir helfen. Vielen Dank, Daisuke. Soll ich jetzt Daisuke nennen? Na, heißt glaube ich schon Daisuke. Du hast mehr gekauft, als du nehmen kannst. Warum fragst du nicht deine Mutter, um dir zu helfen? Sie war nicht zu Hause, wie gewöhnlich. Du hättest mich anrufen können, um dir Gesellschaft zu leisten. Nun, ich habe nicht daran gedacht. Früher haben wir mehr Zeit miteinander verbracht. Das ist richtig, ich bin jetzt beschäftigter. Ich schaute hinunter und Daisuke wusste, dass ich nicht mehr darüber reden würde. Jetzt kommt wieder Werbung. Oh Gott. Die Werbungen sind am lästigsten von allen, muss man echt sagen. Natürlich mussten wir diese Straße entlang, um zu unserem Gebäude zu gelangen. Daisuke ging schnell und selbstbewusst, sodass alle anderen um ihn herum gingen. Ich fühlte mich sicher hinter ihm. Wir gingen an dem Videospieleladen vorbei, als er stoppte. Ein Plakat von Schattenzeit wurde im Schaufenster angezeigt. Jesse, schau, Schattenzeit ist endlich erschienen. Hast du es gespielt? Ja, ich habe, aber nicht lange. In der Tat konnte ich kaum sehen, um was es ging. Ich hoffe, dass du Zeit findest, es erneut zu versuchen. Vielleicht, auch heute noch. Ich war Teil des Schattenzeitprojekts, obwohl nicht zu lange. Das wusste ich nicht. Ich meine, ich weiß, du bist gut bei der Programmierung, aber ich konnte nicht davon ausgehen, dass du Teil eines so großen Projekts warst. Ich habe nur an mich selbst geglaubt, Jesse. Ich würde gerne mehr über dieses Spiel wissen. Bitte erzähl mir mehr. I'm on the back.